Drei Tipps für drei häufige Probleme in deinem neurodivergenten Business, wenn du zum Beispiel ADHS hast und selbstständig bist oder Unternehmer bist, die werde ich dir in diesem Video erzählen. Ja, das erste ist High- und Low-Energy-Days. Mit ADHS wirst du immer wieder feststellen, dass es Tage gibt, wo du total viel Energie hast, total produktiv bist und dann gibt es Tage, wo du Low-Dopamin hast, ja, wo du wirklich kaum was gebacken bekommst, Low-Energy. Und die Antwort hier drauf ist Systeme statt Routinen. Das bedeutet, dass du dir für jeden Tag vorher Systeme zurechtlegst, ja, anstatt wie die neurotypisch das machen, Routinen, also jeden Morgen aufstehen, dasselbe tun und so weiter und so fort. Das ist in einer gewissen Weise auch in den Systemen drin, ja, aber dass es eine Anpassungsfähigkeit hat für die Tage, ja. Das heißt, wenn du morgens merkst, du hast einen Low-Energy-Day, dass du zum Beispiel als Frau, ja, nur das Minimum an Make-up und Morgenroutine machst. Ja. Oder dass du dann halt generell an dem Tag einfach das machst, was du unbedingt machen musst und alles andere nur machst, was dir wieder Freude macht, was dir Energie bringt. Ja. Und in den High-Energy-Days wirklich auch ein bisschen mehr zu arbeiten, mal einen extra Beitrag irgendwas zu machen und ja, das so kennenzulernen und das dann auch zu nutzen. Ja. Dann zweite Sache ist Perfektionismus vermeiden. Mit ADHS oder als neurodivergenter Business Owner hat man ganz oft so einen Hang zum Over-Delivering, ja, also zum mehr machen, als man eigentlich müsste, ja, weil man sehr gut sein möchte. Das hat zum einen mit RSD zu tun, also der Angst vor Ablehnung, hat aber auch damit zu tun mit so ein bisschen meistens dem Lebenslauf, dass man oft nicht gut genug war in dem, was man getan hat oder schlechte Bewertungen bekommen hat und deswegen neigt man dann dazu, ja, mehr zu machen, als vereinbart ist, ja, und das heißt nicht, dass du deinen Kunden nicht den bestmöglichen Service bieten solltest, ja. Es geht darum, gewisse Grenzen dann einzuziehen und nicht ein Over-Delivering zu machen und dann noch mehr Leistung zu machen, die vielleicht gar nicht vereinbart war und dass deine Arbeit, ja, im Englischen sagt man dazu, wie minus ist enough, ja, also 2- als Note reicht vollkommen aus, wenn du dir selber eine 2- auf deine Arbeit, dein Produkt, deine Dienstleistung geben würdest, ist das für den Kunden meistens schon eine 1+, ja, das ist ganz häufig so. Und der dritte Tipp ist, nicht wie ein neurotypisches Business funktionieren zu wollen oder auch erscheinen zu wollen, ja, das wird nicht funktionieren. Du musst nicht in der Gegend rumpausieren, dass du neurodivergent bist und allen drum und dran, aber du solltest halt nicht neurotypische Tipps für dein Business benutzen, ja, wie jetzt zum Beispiel, ja, jeden Tag dasselbe machen oder dann halt, ja, es gibt so viele neurotypische Tipps, die für uns einfach nicht funktionieren. Ja, wenn wir zum Beispiel nicht Bock haben, etwas zu machen, ja, der Neurotypische macht es dann halt trotzdem, aber wir haben da ganz andere Herausforderungen mit. Und da ist es wirklich wichtig, dann zu sagen, okay, ich bin nicht wie die anderen, das ist okay, ich habe meine eigenen Stärken und auch meine Schwächen, ja, und sich aber vor allem auf die Stärken zu konzentrieren, diese auszubauen, ja, und weniger versuchen, Schwächen auszugleichen. Ja, und dafür kann man sich dann irgendwann Assistenz holen, viel automatisieren, künstliche Intelligenz wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, da werde ich in einem anderen Video mal dazu eingehen, ja. Und das sind so drei Tipps für dein neurodivergentes Business. Und wenn dich das interessiert, dann mach gerne das Plus-Weg, folg mir auf meinen Social-Media-Kanälen und stell mir ansonsten gerne deine Fragen rund um ein neurodivergentes Business.